So, meine Damen und Herren, ich überspringe also das Kapitel zu Descartes Traktat Les Passions de l'âme über die menschliche Emotionalität. Zu Descartes Denken sei hier nur so viel gesagt, weil La Rochefoucauld sich indirekt daran abarbeitet, sage ich ein bisschen was dazu. Descartes teilt das Seiende streng dualistisch ein in Substanzen, die mit Reflexion und spontaner Selbstursprünglichkeit begabt sind, res cogitans, denkende Sachen, also die Menschen, Substanzen, die mit Reflexion und spontaner Selbstursprünglichkeit begabt sind, also Freiheit, und andere Substanzen, die nicht damit begabt sind, sondern einfach nur ausgedehnte Materie, res extensa heißt das. Funktion der Res Cogitans ist es dann, sich von der Res Extensa und auch von der eigenen Körperlichkeit zu emanzipieren, ihre Struktur und Funktionsweisen, die Struktur und Funktionsweisen der Res Extensa, methodisch exakt zu erklären und durch ihren sittlich selbstbestimmten freien Willen auf sie Einfluss zu nehmen. Im reflexiven Cogito, ich denke, hat das menschliche Subjekt einen gesicherten Zugang zur Welt und zu sich selbst. Die emotionale Zwischenwelt zwischen reinem Denken und bloßer Körperlichkeit, die Descartes Passion de l'âme nennt und die er in diesem Traktat zu begreifen versucht, muss bei ihm letztlich wegerklärt werden oder jedenfalls komplett der rationalen Selbststeuerung unterworfen werden, was natürlich in der Praxis unmöglich ist. Sehen wir also, welchen Ausweg La Rochefoucauld aus diesem Dilemma des dogmatischen Rationalismus, wie man das genannt hat, von Descartes eröffnet. Sie sehen hier ein Porträt von La Rochefoucauld, François VI, Duc de La Rochefoucauld, höchster französischer Adel. Das Porträt ist von Théodore Chassériau aus der französischen Romantik, aus dem Jahr 1836, ein Auftragswerk von Louis-Philippe und hängt in Versailles. Der Maler hat in das Bild hinein projiziert die selbstsichere Arroganz der höchsten französischen Aristokratie zur Zeit weit vor der Französischen Revolution. Dann kommen wir also zum Kapitel, das ich überschrieben habe. La Rochefoucauld, zuerst das Kapitel. La Rochefoucauld, Maxime, Erstausgabe 1665, Ausgabe letzter Hand 1678. La Rochefoucaulds Maxime also als Vorschule einer dialektischen und insofern wirklich modernen Anthropologie. So, dann kommen wir nun zu der Illustration. Neben dem Titelbild der Titelblatt, also der, wo der Titel draufsteht, der Erstausgabe von La Rochefoucaulds Réflexion ou Sentence et Maxime Morale, kurz genannt Maxime oder auch Réflexion Morale, aus dem Jahr 1665, ist eine allegorische Figur der Wahrheitsliebe abgebildet. Da sehen Sie unten Amour de la Vérité stehen bei diesem Engelchen. Die Wahrheitsliebe, die Allegorie der Wahrheitsliebe, die einer Seneca-Büste, das ist das rechts, die lorbeerbekränzte, faltenfreie, emotionslose Maske, die hat Amour de la Vérité in der linken Hand. Also Amour de la Vérité hat der Seneca-Büste die lorbeerbekränzte, faltenfreie, emotionslose Maske vom eigentlich leidenschaftszerfurchten, gealterten Gesicht gerissen. Seneca also, der Inbegriff der antiken Moralistik, der, wir hörten es von Montaigne, eine der wichtigsten Inspirationsquellen war. Mit Paul Benichoux kann man diese Demaskierungsgeste und La Rochefoucaulds Maxime insgesamt als Symptom für die entscheidende Wende in den Moralbegriffen des großen klassischen französischen Jahrhunderts werten. Paul Benichoux, Morale du Grand Siècle, 1948. Das stoisch-heroische Persönlichkeitsideal der Frühklassik, wie es sich auch in der Hauptargumentationslinie von Descartes' Passion de l'âme oder in Corneilles Dramen ausdrückt, wird, so Paul Benichoux, als falscher Schein
entlarvt. Der Verfasser der Maxime wusste, wovon er sprach. François-Six Duc de La Rochefoucauld lebte von 1613 bis 1680, war von höchstem französischem Adel, Teilnehmer der Fronde, jenes letzten Aufbäumens der Feudalaristokratie in der Mitte des 17. Jahrhunderts gegen den Absolutismus, der unter Louis XIII und in der Zeit der Minderjährigkeit von Louis XIV von den Premierministern Richelieu und Mazarin durchgesetzt wurde. Also Louis XIII regierte von 1617 bis zu seinem Tod in 1643. Louis XIV reagierte erst ab 1661, er war ja 1638 geboren, in der Jugendzeit von Kindheit und Jugend von Louis XIV regierten die Premierminister Richelieu und Mazarin und setzten den Absolutismus durch gegen die Fronde. La Rochefoucauld hatte sich nach dem Scheitern der Fronde, wenn auch widerwillig, begnadigen und mit einer ansehnlichen Pension ausgestattet, zum Höfling domestizieren lassen, wie so viele anderen Hocharistokraten. Mit seinen Maximen könnte La Rochefoucauld daher auf eine Art resignative Abrechnung mit seiner eigenen heroischen Vergangenheit abzielen, also da, wo er sich noch gegen die absolutistischen Tendenzen des Könighofs aufgebäumt hat. In den Maximen wird er denn auch nicht müde, die verborgenen egoistischen Antriebe hinter dem schönen Schein der heroischen Tugenden, der Großmut, der Treue, der Tapferkeit, der Aufrichtigkeit, des Mitgefühls aufzudecken. Nächstes Zitat. À une grande vanité près, les héros sont faits comme les autres hommes. Abgesehen von ihrer großen Eitelkeit sind Helden auch nicht anders als andere Menschen. Das ist also Abrechnung mit Corneilles Dramen, mit der eigenen heroischen Vergangenheit und so etwas. Sie sehen hier übrigens in der, da wo die Quelle angegeben ist, Maxime Nummer 24a und dann vergleiche auch die Maximen und bei einer steht dann E hinten. Diese kleinen Buchstaben, die im Kommenden dann immer wieder als Hinweise kommen, auftauchen werden, bezeichnen die verschiedenen Ausgaben der Maxime von 1665, 66, 71, 74 und 78, das ist dann die letzte, A, B, C, D, E, in denen La Rochefoucauld immer wieder Maximen hinzugefügt hat, manche auch herausgenommen hat. Und das ist dann ganz interessant, ob sich da eine Entwicklung ergibt. Sie ergibt sich eigentlich nicht, nur eine Vertiefung. Entgegen den Gepflogenheiten zitiere ich wirklich nach der Ausgabe von 1678. Das ist zwar Gepflogenheit, aber es gibt in Frankreich keine historisch-kritische Ausgabe mit der ursprünglichen Orthographie von La Rochefoucauld. Das habe ich dann unter gallica.bnf, also Bibliothèque Nationale Française.fr, nachgesehen. Da können Sie die meisten älteren Werke der französischen Literaturgeschichte eingescannt sehen. Übrigens ist die Ausgaben anonym erfolgt. La Rochefoucauld hat sich nicht dazu bekannt. Ein Hocharistokrat verfasst keine Belletristik, wo man sich ja dann auch der Literaturkritik stellen muss. Und das ist natürlich unter der Würde eines Hocharistokraten. So, Übersetzungen kann ich Ihnen empfehlen von Fritz Schalk und Jürgen von Stackelberg. Fritz Schalk 1947, Jürgen von Stackelberg 2012. So, also mit diesem Zitat und anderen, wo also hinter die verborgenen egoistischen Antriebe hinter dem schönen Schein der heroischen Tugenden, der Großmut, der Treue, der Tapferkeit, der Aufrichtigkeit und so weiter aufgedeckt werden. La Rochefoucauld zeigt damit auch eine gewisse Nähe zur pessimistischen Anthropologie des Jansenismus und dessen Gewissenserforschung, die nach egoistischen Motiven hinter scheinbar tugendhaften Handlungen des erbsündebeladenen und gnadebedürftigen Menschen sucht. Ich werde im Racine-Kapitel den Jansenismus etwas näher noch charakterisieren. Als Bekräftigung und Verallgemeinerung
derartiger Intentionen lässt sich das Motto deuten, das, nächstes Zitat, La Rochefoucauld seinem Werk seit der vierten Auflage von 1674 voranstellt. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Unsere Tugenden sind meist nichts als verkappte Laster. Durch die für die Maxime so typische französische Konstruktion mit ne que, ne sont que, die Roland Barthes als Relation déceptive, Enttäuschungsrelation Relation beschreibt, Roland Barthes, in le degré zéro de l'écriture gibt es ein Kapitel über La Rochefoucauld von 1972. Roland Barthes, le degré zéro de l'écriture. Mit dieser, durch die so typische Konstruktion ne que, ne sont que, die als Enttäuschungsrelation eben, werden scheinbare Tugenden auf eigentliche Laster zurückgeführt. Ich werde im Folgenden zeigen, dass die Bedeutung der Maxime von La Rochefoucauld und ihres Titelblattes sich nicht in dieser einfachen Enttäuschungsrelation erschöpft. Denn diese Enttäuschungsrelation, das eine ist nichts weniger als das andere, bestätigt ja letztlich die Ausschließlichkeitsopposition Tugend, entweder Tugend oder Laster. Das ist immer ganz klar voneinander zu scheiden. Außerdem wäre dieser Enthüllungsgestus auch nicht besonders originell. Schließlich ist die Entlarvung tugendhaften Scheins ein Hauptanliegen aller Moralisten seit der Antike und Seneca eingeschlossen. La Rochefoucauld wäre hier nur etwas radikaler und pessimistischer als andere. Aber damit ließe sich nur schwer die eigentümliche Beunruhigung erklären, die von Anfang an bis heute von seinen Maximen ausging und ausgeht. Diese produktive Unruhe, die La Rochefoucauld bewirkt hat, lässt sich darauf zurückführen, dass er die Suche nach den geheimen Motiven menschlicher Handlungen bis zum qualitativen Sprung intensiviert, wo der Diskurs der Eigentlichkeit selbst in Frage gestellt wird. Die Demaskierung des Demaskierers Seneca auf dem Titelblatt bedeutete dann nicht mehr nur, dass La Rochefoucauld den falschen Schein noch besser durch das eigentliche Sein zu entlarven beabsichtige als Seneca, sondern dass er die Begriffsopposition Sein, Schein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit selbst aufhebt. Das ist die entscheidende Wende im großen Jahrhundert. La Rochefoucauld setzt mehr oder weniger gezielt an den Widersprüchen und Aporien des dogmatischen Rationalismus an, in die sich Descartes gegen und durch seinen Willen zum System verstrickt. La Rochefoucauld dekonstruiert schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die klassische Wissensformation, deren Geltung Michel Foucault in seinem berühmten Werk Les Mots et les Choses von 1966 bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts reichen lässt. Also die klassische Wissensformation der Repräsentativität und eben mit solchen Ausschließlichkeitsoppositionen und Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit operiert angeblich Michel Foucault in Les Mots et les Choses bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts reichen lässt. La Rochefoucauld dekonstruiert diese Episteme-Wissensformation schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Literatur dann, die Komödie und Tragödie sowieso. Dann kommen wir zum nächsten Unterkapitel. Anna, vielleicht füge ich hier dann die kleine Pause etwas verfrüht ein. Das passt jetzt ganz gut. Dann halte ich also die Aufzeichnung an. So, wir kommen zum Unterkapitel Destruktion der kartesianischen Anthropologie. Als Instrument seiner begrifflichen Destruktionen führt La Rochefoucauld im ersten Satz seiner berühmten ersten Maxime, die in den Folgeausgaben getilgt ist, Maxime supprimé nennt man sowas, den Begriff des Amour propre ein. L'amour propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes. Der Amour propre, das kann man schlecht übersetzen, ist die Selbstliebe und die Liebe aller Dinge um seiner selbst willen. Er bringt die Menschen dazu, sich selbst zu vergöttern. In Aneignung und Säkularisierung des christlichen Urübels der Superbia macht La Rochefoucauld den Amour propre zum Identitätszentrum des Menschen. Amour proprius meint im christlichen Mittelalter im Gegensatz zum natürlichen Selbsterhaltungstrieb
Amor Sui, die sündhafte Selbstabsolutsetzung des Menschen, der sich selbst statt Gott zum Mittelpunkt der Welt macht. In einer nicht von ihm selbst publizierten Maxime nennt La Rochefoucauld den Amour propre auch den selbstgemachten Gott des Menschen. Dieu a permis pour punir l'homme du péché originel qui se fit un Dieu de son amour propre. Um den Menschen für den Sündenfall zu bestrafen, hat Gott erlaubt, dass der Mensch sich einen Gott aus seinem Amour propre macht. Eine der Maxime écarté. Und zwar tritt der Amour propre hier bei La Rochefoucauld an die Position einer Art Meta-Emotion, auf die alle einzelnen Emotionen hingeordnet sind. Zitat: Les passions ne sont que les divers goûts de l'amour propre. Die Emotionen sind nichts als verschiedene Geschmacksrichtungen des Amour propre. La Rochefoucauld setzt also schon voraus, was die Lyrik spätestens seit Petrarca weiß: In der Emotionalität und nicht in der reinen Vernunft liegt das Vermittlungszentrum der menschlichen Subjektivität. In der ursprünglich ersten Maxime von La Rochefoucauld ist dies zunächst allerdings nur eine Akzentverschiebung innerhalb der Metaphysik der Selbstpräsenz. Statt in der Reflexionsbewegung des Cogito wie bei Descartes, ist sich bei La Rochefoucauld in der ersten Maxime das Selbst nunmehr im Amour propre gegenwärtig. Dies zeigt sich auch in einem markanten Bildbruch, der sich fast direkt an den ersten Satz der ursprünglich ersten Maxime anschließt. Das nächste Zitat: L'amour propre ne se repose jamais hors de soi et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs pour en tirer ce qui lui est propre. Der Amour propre ruht niemals außer sich und verweilt bei dem ihm Fremden nur wie Bienen auf der Blüte, um das herauszusaugen, was ihm eigen ist. Ein frappierender Bildbruch, denn natürlich suchen Bienen in der Blüte nicht das eigene, um es sich anzueignen. Hier am Anfang seiner Maximes sperrt La Rochefoucauld den einzelnen Amour propre im absoluten Solipsismus ein. Im weiteren Verlauf korrigiert er diesen Anfangsirrtum, dann aber, was sicher auch einer der Gründe ist, warum er die erste Maxime der Erstausgabe ab der zweiten Ausgabe herausnahm. Ich will nun zunächst die begriffliche Destruktionsarbeit La Rochefoucaulds am kartesianischen Menschenbild vorführen. Zu diesem Zweck bringe ich die Maximen in eine logisch-systematische Abfolge, die im Werk selbst aufgrund seiner bewusst unsystematischen Anordnung so nicht zu finden ist. Indes enthält schon die Erstausgabe aus dem Jahre 1565, also die mit dem kleinen A gekennzeichnete, alle Stufen der Destruktion des dogmatischen Rationalismus und der Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie. Zu Demonstrationszwecken greife ich allerdings zu den eindrücklichsten Beispielen aus allen Ausgaben zwischen 1665 und 1678. In einem ersten Schritt neutralisiert La Rochefoucauld die Opposition Sein-Schein. Zitat: Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres, qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. Wir sind so daran gewöhnt, uns vor anderen zu verstellen, dass wir uns schließlich vor uns selbst verstellen. Der Titelheld in Molières Komödie Tartuffe, deren Erstfassung ein Jahr vor der Erstausgabe der Maxime uraufgeführt und dann sofort verboten wurde, Tartuffe verstellt sich vor den anderen, aber jedenfalls zumeist nicht vor sich selbst. Er ist sich selbst höchst bewusst, was er denkt und tut und was er den anderen vormacht. La Rochefoucauld aber sieht schon die Möglichkeit eines Tartuffe, der nicht nur heuchelt, sondern es zugleich vor sich selbst verschleiert, dass er heuchelt. Ein Tartuffe, der in der mauvaise foi im sartrischen Sinne des Selbstbetrugs lebt. Jean-Paul Sartre in Lettres et Lignons, das Sein und das Nichten von 1943, da gibt es ein ganzes Kapitel über La mauvaise foi. La Rochefoucauld weist darauf hin, dass man sich leichter selbst betrügt als die anderen. Im nächsten Zitat: Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir, qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Es ist genauso leicht, sich selbst zu betrügen, ohne es zu merken, wie es schwer ist, andere zu betrügen, ohne dass sie es merken.
Um das Konzept der mauvaise foi im proto-sartreschen Sinne auszudrücken, erfindet La Rochefoucauld in seinem posthum erschienenen Réflexion nouvelle, den Komparativ de meilleure foi als Mittelbegriff zwischen de mauvaise foi, den er so nicht kennt, den Begriff, im Sinne von perfide und bewusst heuchlerisch, wie das ursprünglich hieß ja mauvaise foi, bewusst heuchlerisch und perfide. Und also als Mittelbegriff zwischen de mauvaise foi und de bonne foi, im Sinne von aufrichtig, verwendet er den Begriff de meilleure foi in dem nächsten Zitat. Genau, il y a des hommes faux qui veulent toujours paraître ce qu'ils ne sont pas. Il y en a d'autres de meilleure foi, also nicht ganz so faux, qui se trompent eux-mêmes et qui ne voient jamais les choses comme elles sont. Es gibt falsche Menschen, die immer scheinen wollen, was sie nicht sind. Es gibt andere, weniger falsche, oder de meilleure foi, die sich selbst betrügen und die Dinge nie so sehen, wie sie sind. Misstrauen schleicht sich ein in das Selbstverhältnis des menschlichen Subjekts. Das nächste Zitat. Ce qui nous empêche d'ordinaire de faire voir le fond de notre cœur à nos amis n'est pas tant la défiance que nous avons d'eux que celle, défiance, que nous avons de nous-mêmes. Was uns für gewöhnlich davon abhält, unsere Freunde auf den Grund unseres Herzens blicken zu lassen, ist weniger Misstrauen gegen sie als gegen uns selbst. Wenn man aber sich selbst betrügen kann, wenn man sich selbst misstrauen muss, wenn Sein und Schein nicht mehr klar voneinander zu trennen sind, dann, und dies ist eine Konsequenz, die Sartre nicht ziehen will, kann sich auch die Reflexionsbewegung des menschlichen Denkens nicht mehr auf sich selbst verlassen. In einem zweiten Schritt verliert daher das Bollwerk der Selbstbewusstseinsphilosophie, das Cogito oder wie Kant das in der Kritik der reinen Vernunft nennen wird, die Einheit des Bewusstseins verliert seine Selbstgewissheit. Zitat, il s'en faut bien que nous ne connaissions toutes nos volontés. Wir wissen bei weitem nicht alles, was wir wollen. Mit so einem Satz würde die gesamte kantische Ethik zusammenbrechen. Der selbstreflektierte und selbstsichere Wille, die erste und letzte Bastion einer Metaphysik der Selbstpräsenz, verliert sich in einem undurchsichtigen Konglomerat von Antrieben. Zitat, la persévérance n'est digne ni de blâme ni de louange, parce qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentiments qu'on ne saute et qu'on ne se donne pas. Beharrlichkeit verdient weder Lob noch Tadel, weil sie nur das Andauern von Geschmack und Neigungen ist, die man sich weder nehmen noch geben kann. Wenn aber das Ich seinen eigenen Willen nicht immer kennt, wenn der Wille zum Guten und zum Bösen Geschmackssache sein kann, wenn Pflicht und Neigung nicht klar voneinander zu scheiden sind, dann kann das Ich auch nicht die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen übernehmen. Und so zerstört La Rochefoucauld in einem dritten Schritt, 100 Jahre vor Kant und 300 Jahre vor Sartre, jede Möglichkeit einer Ethik, die auf kategorische Imperative und den freien und selbstbestimmten Willen aufgebaut wäre. Zitat, comment peut-on répondre de ce qu'on voudra à l'avenir, puisque l'on ne sait pas précisément ce que l'on veut dans le temps présent? Wie soll man einstehen für etwas, das man in Zukunft wollen wird, wenn man noch nicht einmal genau weiß, was man in der Gegenwart will? Die Begriffsopposition Tugend-Laster löst sich auf, die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Lévis entre dans la composition des vertus comme les poisons entre dans la composition des remèdes. Die Laster sind den Tugenden beigemischt, wie Gifte den Heilmitteln. In einem vierten und letzten Schritt und als Konsequenz aus den vorangegangenen Destruktionen bricht die Opposition Identität-Alterität zusammen. On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. Man ist manchmal genauso verschieden von sich selbst wie von anderen. Wir erinnern uns, ich habe es vorhin nochmal wiederholt, an eine fast gleichlautende Formulierung Montaignes, il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. La Rochefoucauld hat hier das Stadium der expliziten Paradoxie erreicht, in das sich Montaigne gelegentlich aus seinem beruhigenden, aber falschen Diskurs der Eigentlichkeit hervorwagt. La Rochefoucauld geht aber darüber hinaus. Während Montaigne sich eher widerwillig in den Paradoxien verfängt, die sein Diskurs der Eigentlichkeit produziert und darüber auch nicht reflektiert,
thematisiert La Rochefoucauld in der ursprünglich ersten Maxime offen die Paradoxien, die der klassisch aufklärerische Diskurs über den Menschen produziert. In dieser ersten Maxime, in der er den Amour propre zunächst als Prinzip der Identität des Ich mit sich selbst zu definieren versucht, stellt er bald fest, dass der Amour propre als Inbegriff des Paradoxen sich gerade nicht logisch eindeutig definieren lässt. Zitat: L'amour propre est tous les contraires. Il est impérieux et obéissant, sincère et dissimulé, miséricordieux et cruel, timide et audacieux. Il est inconstant d'inconstance, il est capricieux, il est bizarre. Bizarre. Bizarre ist eine spanisch-italienische Entlehnung. Der Amour propre vereint alle Gegensätze. Er ist gebieterisch und gehorsam, aufrichtig und falsch, barmherzig und grausam, zaghaft und kühn. Er ist der Inbegriff von Unbeständigkeit. Er ist voller Launen. Er ist bizarr. Bizarr. Bizarr meint im damaligen Sprachgebrauch etwas, das sich logischer Vereindeutigung entzieht, also das, was im Diskurs semantische Ausschließlichkeitsoppositionen, Paradoxien erzeugt. Darüber gibt es einen Aufsatz von Fritz Schalk aus dem Jahr 1958. Im Paradox verstummt der Diskurs der Eigentlichkeit bei seinem Versuch, den Menschen zu begreifen. In der klassisch aufklärerischen Diskursformation der Repräsentation nach Michel Foucault, Les Mots et les Choses, also der Wiedervergewärtigung, so ist das eigentlich, ja, Repräsentation, Wiedervergegenwärtigung des Seienden im Diskurs der Eigentlichkeit, das nennt Michel Foucault die Episteme oder Diskursformation der Klassik. Eigentlich bezieht er sich auf 17. und 18. Jahrhundert, also ich würde sagen, die klassisch aufklärerische Diskursformation der Repräsentation, der Wiedervergegenwärtigung des Seienden im Diskurs der Eigentlichkeit. In dieser klassisch aufklärerischen Diskursformation lässt sich nichts Sinnvolles über den Amour propre aussagen. Nächstes Zitat. C'est souplesse, bezogen auf den Amour propre. C'est souplesse ne se peut représenter. Die Elastizität des Amour propre lässt sich nicht repräsentieren, sprachlich darstellen. In der Diskursformation der Repräsentation existiert der Mensch nicht. Aber der Mensch als modernes Subjekt existiert in der Realität. Hier irrte Foucault, indem er Diskursrealitäten mit Lebensrealitäten verwechselte, beziehungsweise den dialektischen Diskurs, in dem man den Menschen versteht, nicht verstand. La Rochefoucauld ist in seiner allerersten Maxime beim Nullpunkt einer negativen Anthropologie angelangt, in der die Uneigentlichkeit zur obersten Kategorie der Anthropologie aufzusteigen scheint. Man kann dann entweder gar nichts mehr über den Menschen sagen oder man wiederholt immer von Neuem den Gestus der paradoxen Selbstzerstörung des Sprechens über den Menschen. Letzteres ist die postmoderne Deutung der Maxime in der Nachfolge von Jean Starobinsky, der 1966 auch über die Maxime gehandelt hat. Man kann aber auch versuchen, einen nicht dichotomischen, nicht geometrischen im Sinne von Pascal, der den Discours de Géométrie und den Discours de Finesse unterschieden hat in seinem Pensée, also den geometrischen, exakten Diskurs und den Discours de Finesse, der im Sprechen über den Menschen dem Paradox entginge, der Discours de Finesse, der sich anpasst an komplexe begriffliche Oppositionsverhältnisse, die eben als reine Opposition nicht funktionieren. Noch in der ursprünglich ersten Maxime weist La Rochefoucauld auf die dynamische Struktur des Amour propre hin, die mit dem Discours de Géométrie nicht einzufangen ist. Zitat: C'est après lui-même qu'il court. Hinter sich selbst läuft der Amour propre her. Aber das ist immer noch im Modus des Paradoxen gesagt. Positiv lässt sich vom Amour propre im Diskurs der Eigentlichkeit letztlich nichts aussagen, als dass er ist. Enfin, il ne se soucie que d'être. Im Grunde kümmert er sich um nichts anderes als zu sein. Damit ist aber zugleich die anthropologische Differenz aufgehoben. Sein, das Sein, haben auch Tiere und Pflanzen. Symmetrisch zur ursprünglich ersten Maxime steht daher auch die letzte, Nummer 504, in der La Rochefoucauld den Tod zum einzigen wirklichen Antagonisten des Amour propre erklärt.
Die einzige Ausschließlichkeitsopposition, die in La Rochefoucaulds Maximen Bestand hat, ist die von Leben und Tod. Aber die taugt auch nicht zur Definition des Menschlichen, denn das trifft ja auf alle Lebewesen zu. La Rochefoucauld verbannt die erste Maxime hauptsächlich deswegen aus seinem Werk, weil ihre logisch-deduktive Argumentationsweise in ihrer Anwendung auf den Menschen Paradoxien statt Einsichten produziert. Die Applikation des dogmatischen Rationalismus auf die menschlichen Dinge führt zur paradoxen Selbstzerstörung der Logik. Aber an vielen Stellen in den Maximen schlägt die Destruktionsarbeit schon in Rekonstruktion um. Wer wie La Rochefoucauld die implizite Negativität der nur scheinbar positiven Anthropologie Descartes zerstört hat, kann sich der dialektischen Aufhebung dieser doppelten Negation nur um den Preis des unglücklichen Bewusstseins oder des Zynismus verweigern. Die Geste des Tilgens der ursprünglich ersten Maxime könnte daher auch noch anders gedeutet werden, als nur im Sinne einer Kapitulation vor der diskursiven Erfassung menschlicher Subjektivität. La Rochefoucauld könnte mit dieser Geste auch signalisieren, dass das Paradox nicht das letzte Wort sein kann, wenn es ums Subjekt geht. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie. Ich mache hier nochmal ein paar Minuten Pause. Nächstes Unterkapitel, also Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie. Im vorigen Unterkapitel wurde schon deutlich, dass La Rochefoucauld wie Petrarca das Vermittlungszentrum menschlicher Subjektivität in seiner Emotionalität, eben im Amour propre und nicht im Cogito, ansiedelt. La Rochefoucauld gebraucht den Begriff des Amour propre noch überwiegend mit negativen Vorzeichen, aber mit und nach ihm beginnt der Prozess der Aufwertung des Begriffs vom kranken zum gesunden Selbstbewusstsein. In der ursprünglich ersten, dann gestrichenen Maxime schwankt La Rochefoucauld zwischen der autistischen Verabsolutierung des Amour propre und seiner paradoxen Auflösung. Beide Extreme verfehlen aber die menschliche Subjektivität. Autistisch in sich kreisende Subjektivität gibt es nur bei Autisten und etwas Paradoxes gibt es überhaupt nicht. Um die Dialektik von Identität und Alterität im Amour propre darzustellen, bedarf es eines Diskurses, der Paradoxien auflöst, indem er die Begriffsoppositionen, in denen sich die menschliche Existenz bewegt, dialektisch vermittelt und damit der Prozessualität von Subjektivität gerecht werden kann. Voraussetzung dafür ist, wie wir bereits bei Petrarca sehen können, dass die menschliche Individualität als dreipolig und nicht als zweipolig konzipiert wird. Also nicht als zweipolig wie bei Descartes, Res Cogitans und Res Extensa. Entsprechend, La Rochefoucauld definiert zum Beispiel die Liebe folgendermaßen. Zitat: Il est difficile de définir l'amour. Ce qu'on en peut dire est que dans l'âme, c'est une passion de Renier, dans les esprits, c'est une sympathie, et dans le corps, ce n'est qu'une envie cachée et délicate de posséder. Da haben Sie hier die dreipolige Konstruktion, Esprit, Corps und Âme. Es ist schwierig, die Übersetzung, es ist schwierig, die Liebe zu definieren, aber so viel lässt sich darüber sagen. In der Seele ist sie Herrschsucht, im Geiste Sympathie und im Körper nur eine verborgene und köstliche Lust zu besitzen. Mit der dreipoligen Konzeption der menschlichen Subjektivität schafft La Rochefoucauld, der mit seinen Destruktionen am Diskurs der Eigentlichkeit bis zum paradoxen Nullpunkt der Subjektivität vorgestoßen ist, die Voraussetzung zur Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie. Bei genauerem Hinsehen argumentiert La Rochefoucauld in den Maximen, außer der ursprünglich ersten, selten absolut paradox und aporetisch. Neben die Enttäuschungsrelation ne que ist nur, die einen Begriff einfach in seinen semantischen Gegenbegriff umschlagen lässt, treten oft semantische Abdämpfungen wie il y a, souvent, quelquefois, d'ordinaire, pas précisément, die die Radikalität der Aussagen abschwächen. Tugenden sind oft nicht so rückstandsfrei
frei, tugendhaft, wie man denken möchte. Nicht jeder Schein ist falscher Schein. Man täuscht sich manchmal über seine eigenen Motive. Zwischen Triebhaftigkeit, Emotionalität und reiner Vernunft ist für gewöhnlich nicht trennscharf zu unterscheiden. Man ist nie ganz mit sich selbst identisch. Wer mit und in nuancierten Abschattungen zwischen Begriffsoppositionen nicht leben und denken kann, dem mag dies alles paradox erscheinen. Auch La Rochefoucauld entging ja anfänglich, wie wir sahen, dieser Versuchung nicht. Aber seine Aphorismen sind doch oftmals bereits eine Übung in der Vermittlung von Begriffsoppositionen und eine Vorschule dialektischer Anthropologie. La Rochefoucauld zeigt Ansätze zu einer Genealogie der Moral und der modernen Subjektivität, also Entstehungsgeschichte. Er legt dar, wie sich Norm- und Wertoppositionen aus dem menschlichen Lebenszusammenhang heraus überhaupt erst erzeugen. Regulatives Prinzip einer neu zu entwerfenden Ethik wird das Interesse. L'intérêt est l'âme de l'amour propre. Das Interesse ist die Seele des Amour propre. Das wohlverstandene Eigeninteresse unterwirft sich Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens. Nächstes Zitat. L'amour de la justice n'étant plus part des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Gerechtigkeitsliebe ist bei den meisten Menschen nichts als die Angst, Ungerechtigkeit zu erleiden. La Rochefoucauld stellt die Ethik vom metaphysischen Kopf auf die lebensweltlichen Füße der Aushandlung von Normsystemen. Lebensdienliche soziale Werte entstehen in einer Dynamik von Interessen und wechselseitig sich verstärkender Anerkennung und erhalten dadurch zugleich identitätsstiftenden Charakter fürs Individuum. Zitat, le désir de mériter les louanges qu'on nous donne fortifie notre vertu. Celles que l'on donne à l'esprit, à la valeur et à la beauté contribue à les augmenter. Der Wunsch, das Lob auch zu verdienen, das man uns erteilt, stärkt unsere Tugend. Auch Geist, Mut und Schönheit werden durch Lob gesteigert. Bei La Rochefoucauld ist das Gute kein Selbstzweck mehr, sondern tugendhaftes Verhalten entsteht aus wohlverstandenem Eigeninteresse und aus dem Wunsch nach Anerkennung. Egoistische und altruistische Antriebe lassen sich nicht klar und deutlich voneinander trennen. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir, quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. Wir können alles nur in Bezug auf uns selbst lieben. Wir folgen nur unserem Geschmack und unseren Vergnügen, wenn wir unseren Freunden vor uns selbst den Vorzug geben. Und doch kann nur durch solche Bevorzugung Freundschaft wahr und vollkommen werden. Der erste Teil dieser Maxime dekonstruiert idealistische Konzepte von Freundschaft und Altruismus. Der zweite rekonstruiert ein realistisches Konzept von Freundschaft, das nun über die Dialektik von Egoismus und Altruismus im Selbstbewusstsein aufgeklärt ist. Die Dynamik zwischen altruistischer Dezentrierung und egoistischer Rezentrierung im Subjekt kann auch zu Ungleichgewichten in der intersubjektiven Anerkennungsdynamik führen, die Machtverhältnisse begründen. Le pouvoir que les hommes que nous aimons ont sur nous-mêmes est presque toujours plus grand que celui que nous y avons avant nous-mêmes. Geliebte Menschen haben fast immer mehr Macht über uns als wir selbst. Liebe ist auch ein Machtkampf um wechselseitige Anerkennung. Vereinseitigt sich dieses Verhältnis, so entsteht gesellschaftliche oder politische Macht. Der Machthaber zentriert die Anerkennungsdynamik auf sich selbst und kann dann willkürlich die Wechselkurse der Identitäten festsetzen. Les rois font les hommes comme les pièces de monnaie, ils les font valoir ce qu'ils veulent, et l'on est forcé de les recevoir selon leur cours. Könige prägen Menschen wie Münzen. Sie bestimmen ihren Wert nach Gutdünken und man ist gezwungen, ihren jeweiligen Kurswert zu akzeptieren. La Rochefoucauld behandelt gezielt Aspekte der Dialektik des Selbstbewusstseins, die sich bei Montaigne als Paradoxien äußerten und die sich bei Descartes eher subversiv in den Text drängen. Dabei vertieft La Rochefoucauld zugleich das Differenzierungspotenzial seines sprachlichen Darstellungsinstruments. Zwischen normativen Extremwerten liegt in der Realität
eine breite Skala von Nuancen. La parfaite valeur et la poltronnerie complète sont deux extrémités où l'on arrive rarement. L'espace qui est entre deux est vaste et contient toutes les autres espèces de courage. Tadellose Tapferkeit und vollkommene Feigheit sind zwei Extreme, die nur selten erreicht werden. Zwischen beiden ist viel Raum für alle möglichen Zwischenformen. Scheinbare Ausschließlichkeitsoppositionen werden zu graduellen Oppositionen, wenn sie in einem semantischen Feld mit einer anderen Opposition konfrontiert werden. La faiblesse est plus opposée à la vertu que le vice. Schwäche steht in größerem Gegensatz zur Tugend als das Laster. Man ergänzt hier automatisch den Gegenbegriff zur Schwäche und dann beginnen die beiden Oppositionspaare, Tugendlaster und Stärke-Schwäche, wechselseitig semantisch zu oszillieren. Diese Maxime besagt ja nicht, dass Tugend mit Stärke und Lasterhaftigkeit mit Schwäche gleichzusetzen sei, wie Descartes meinte, sondern dass Begriffsoppositionen wie stark-schwach und Tugend-lasterhaft nicht nur semantisch parallel, sondern auch gleichsam gegenläufig funktionieren können und dass die Wertrelationen hier von Fall zu Fall neu austariert werden. Célimène in Molières Misanthrope, die wir noch kennenlernen werden, ist eine starke Frau, die nur bedingt tugendhaft ist, während der Herold der Tugend, Alceste, im Laufe des Stückes zunehmend schwach wird, was dann allerdings auch seine Tugendhaftigkeit relativiert. Oppositionsbegriffe können sich auch wechselseitig relativieren. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. Ohne die Gesellschaft der Eitelkeit käme die Tugend nicht weit. Auch hierfür ist Alceste aus dem Misanthrop ein gutes Beispiel. Das ist der Menschenfeind, der sich auf seinen Kampf gegen Heuchelei und gesellschaftliche Scheinverhältnisse sehr viel einbildet, diesen seinen Kampf aber gerade dadurch auch zum Teil diskreditiert. Für Célimène dagegen trifft eher die folgende Maxime zu, gemäß der sich Begriffe mit negativen Wertungsvorzeichen gegenseitig aufwerten können. Zitat: On est d'ordinaire plus médisant par vanité que par malice. Für gewöhnlich spricht man eher aus Eitelkeit als aus Bosheit schlecht über andere. Das heißt aber natürlich nicht, dass Wertoppositionen durch solche Maximen einfach neutralisiert würden. Idealtypisch lässt sich die dialektische Bewegung der Destruktion absoluter Wertoppositionen und der fallweisen Rekonstruktion prekärer semantischer Vermittlungsverhältnisse an folgender Maxime nachzeichnen, was der Höhepunkt der Maximenkunst von La Rochefoucauld ist. Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité que ce serait mal jugé que de ne s'y pas laisser tromper. Es gibt verkappte Falschheiten, die die Wahrheit so gut repräsentieren oder darstellen, dass man schlecht beraten wäre, wenn man sich nicht von ihnen täuschen ließe. Da müssen Sie mal über diese Maxime müssen Sie mal länger reflektieren, meditieren fast, bis Sie da hinein. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen in die komplexen semantischen Verhältnisse dieser Maxime hineinzuleuchten. In der ersten Hälfte der Maxime wird das Oppositionsverhältnis von Wahrheit, Verité und Falschheit, Fausseté aufgebaut. Gemäß der klassischen moralistischen Haltung wären die Fausseté déguisée, die verkleideten Falschheiten, von entstellendem Schein freizulegen. In der zweiten Hälfte der Maxime jedoch wird überraschend auch dem falschen Schein Wahrheitsfähigkeit zuerkannt. Damit scheint die Opposition wahr-falsch zunächst aufgehoben. Dass es sich hierbei um eine dialektische Aufhebung im Hegelschen Sinne handelt und nicht bloß um eine paradoxe Neutralisierung oder Dekonstruktion im Sinne Derridas, wird durch die komplexen Negationsverhältnisse in der Maxime deutlich, die eine ganz ähnliche Argumentationsstruktur hat, wie die berühmte Hegelsche Definition des Wahren in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes. Das Wahre ist so der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist. Um zu La Rochefoucaulds Maxime zurückzukommen. In der traditionellen Moralistik wäre die Argumentationsstruktur duplex negatio est reaffirmatio zu erwarten gewesen. Die Negation der falschen Scheinwahrheit bringt die wirkliche Wahrheit ans Licht.
Hier in dieser Maxime wird dagegen die Negation der Negation, ne sich pas laisser tromper par la fausseté déguisée, sich nicht von der verkappten Falschheit täuschen lassen, durch eine dritte Negation konterkariert, ce serait mal jugé, das hieße schlecht urteilen. Dadurch wird verhindert, dass die doppelte Negation zur einfachen Reaffirmation der Opposition wahr-falsch zurückführt. Ich werde gleich das durch Beispiele erläutern, das ist jetzt etwas sehr trocken. Die dritte Negation verneint die zweite und bezieht ganz dezidiert Position. Sie spricht von mal jugé, schlecht urteilen, und gibt somit vor zu wissen, was bien jugé hieße. Die dritte Negation behauptet, dass es als Wahrheit verkleidete Unwahrheiten gibt, il y a, die wahr sein können oder wahr werden können. Die dritte Negation negiert also die semantische Opposition wahr-falsch, die zu abstrakt ist, um die menschliche Lebenswirklichkeit zu verstehen. Zugleich rekonstruiert die dritte Negation eine konkrete und dynamische prozessuale Opposition, in der jeder der beiden Begriffe wahr-falsch in seinen Gegenbegriff umschlagen kann, ohne seine ursprüngliche Bedeutung ganz aufzugeben. Diese Maxime ist also keine Maxime im eigentlichen Sinne eines moralischen Syllogismus der traditionellen formalen Logik mehr. Der moralische Syllogismus geht so: Maxima pars, minima pars und conclusio. Maxime, moralischer Obersatz, daher kommt der Begriff der Maxime, nachdem das Werk von der Rochefoucauld benannt ist, aber das funktioniert hier eben anders als im traditionellen moralischen Syllogismus. Also Maxime, moralischer Obersatz, zum Beispiel: Wer stiehlt, ist ein Dieb und wird bestraft. Minima pars, konkreter Einzelfall aus der menschlichen Lebenspraxis, zum Beispiel: Paul hat gestohlen. Conclusio, subsumieren des konkreten Einzelfalls aus der menschlichen Lebenspraxis unter den moralischen Obersatz. Also moralische Beurteilung des konkreten Einzelfalls. In diesem Falle: Paul ist ein Dieb und wird bestraft. Mit dem Akt des Subsumierens unter die Maxime ist der konkrete Einzelfall im nicht-dialektischen Sinne aufgehoben, das heißt, er hat seinen Einzelfallcharakter verloren. In der Maxime 282 von La Rochefoucauld dagegen hat der Einzelfall eine ganz andere Funktion. Schon der Existenzquantor, so nennt man das in der formalen Logik, il y a, es gibt, zu Beginn signalisiert, dass die konkreten Erscheinungsweisen der menschlichen Lebenswirklichkeit von Fall zu Fall auf ihr komplexes Verhältnis zur dynamischen Opposition wahr-falsch überprüft werden müssen. Dem konkreten Fall wird eine Stelle in der Maxime selbst eingeräumt. Jeder Einzelfall führt zur Neuverhandlung der Bedeutung der Maxime. Die Struktur dieser Maxime wäre jetzt also folgendes: erstens Maxime, zweitens konkreter Einzelfall aus der menschlichen Lebenspraxis, drittens dialektische Vermittlung zwischen 1 und 2. Diese Art der Maxime verlangt also nach einer Exemplifizierung. Die einfachste Illustration der Maxime 282 sind die gesellschaftlichen Regeln der Höflichkeit mit ihren ritualisierten Scheinverhältnissen, wie sie im Misanthrop dargestellt und von Alceste kritisiert werden. Als einfaches Beispiel aus dem Alltag kann man die Verkäuferin anführen, die mir wie jedem Kunden einen schönen Tag wünscht, wobei ihr zumeist völlig egal ist, wie mein weiterer Tag verläuft. Alle wissen das und dennoch finde ich es nicht unangenehm und wünsche ihr einen schönen Tag zurück. Um ein weiteres, immer noch relativ einfaches Beispiel zu geben, könnte man an irgendeine Art von Repräsentation einer hierarchischen Funktion in der Gesellschaft denken, die einen Ausdruck von Würde vermittelt, dem die Person, die die Funktion gerade innehat, vielleicht persönlich gar nicht gerecht wird. Die anderen ahnen dies vielleicht, akzeptieren aber die Simulation bis zu einem gewissen Grade, ja vergessen sie beim Akt der Repräsentation sogar. Folgender Fall ist komplexer. Man könnte die abstrakte Wendung der fausseté déguisée in dieser Maxime fiktiv mit einem Fall geheuchelter Zuneigung, zum Beispiel gegenüber seinem Chef, füllen. Die Maxime gäbe dann zu bedenken, dass in bestimmten Fällen solche falsche Zuneigung in echte umschlagen kann, gerade wenn sich ihr Adressat scheinbar davon täuschen lässt. Das habe ich in meiner eigenen Assistentenzeit erlebt. Zugleich schwingt in der Maxime aber mit, dass im Adressaten der geheuchelten Zuneigung
dass sich täuschen lassen mit einer gewissen Bewusstheit verbunden sein kann, während dem Subjekt der Täuschung das Echtwerden seiner Zuneigung zunächst nicht voll bewusst sein könnte. Dies schließt alles natürlich nicht aus, dass es als Wahrheit verkleidete Unwahrheiten gibt, wie die Tartüffs, die die Wahrheit so schlecht darstellen, dass man gut beraten wäre, wenn man sich von ihnen nicht täuschen ließe. Man sieht, dass durch die komplexe Negationsstruktur zugleich ein Zeitfaktor in die Maxime eingefügt wird. Falsches kann in mehr oder weniger Echtes umschlagen. Semantisch konzentriert sich die dialektische Zeitlichkeit der Maxime im Verb représenter. Ausgerechnet mit Hilfe dieses Schlüsselworts der klassisch-aufklärerischen Wissensformation nach Michel Foucault führt La Rochefoucauld hier zugleich schon deren Versagen im anthropologischen Bereich vor. Représenter bezeichnet hier gerade kein eindeutiges Wiedervergegenwärtigen des an sich Seienden im wissenschaftlichen System mehr, also kein eindeutiges Wiedervergegenwärtigen des an sich Seienden im wissenschaftlichen System, sondern es meint die Vergegenwärtigung der dialektischen Relation von an sich und für sich. Unter Anspielung auf theatralische Mimesis und barocke Sein-Schein-Problematik deutet Représenter auf die Prozessualität menschlicher Bewusstseinsverhältnisse, die vom klassisch-aufklärerischen Denksystem gar nicht begriffen werden. Sich zu sich selbst und zu anderen in ein Verhältnis der Wahrheit zu setzen, erweist sich als offener und unabschließbarer Prozess. Ich komme zum Fazit des Kapitels über die Moralistik. Fazit: Der Weg der Moralistik von einer Anthropologie des Paradoxen zu ihrer Selbstaufhebung in Drama und Roman. Mit La Rochefoucauld beginnt bereits im Herzen der französischen Klassik die Gegenbewegung zum kartesianischen Rationalismus und seiner negativen Anthropologie der Eigentlichkeit. La Rochefoucaulds Aphorismen destruieren die Oppositionen von Sein und Schein, von Ich und Nicht-Ich, von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, durch die das kartesianische System seine scheinbaren Evidenzen erzeugt hatte, aber eigentlich über das Stadium einer Anthropologie des Paradoxen, wie bei Montaigne, nicht hinausgekommen war. Die Textsorte des Aphorismus erweist sich dabei als ideales Medium. La Rochefoucauld begnügt sich aber nicht damit, den Menschen im paradoxen Spalt zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit verschwinden zu lassen. Seine modernsten Aphorismen eröffnen die Möglichkeit eines neuen Diskurses, der zwischen dem Diskurs der Eigentlichkeit und dem der Uneigentlichkeit vermittelt. Damit stellen sie aber zugleich ihre eigene Überwindung in Aussicht. Die Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie und Logik kann nicht im Stadium des Aphoristischen verharren. Die Rekonstruktion einer dialektischen Anthropologie verläuft in zwei zunächst getrennt scheinenden Bahnen, die sich aber immer wieder überschneiden. Eine dieser Bahnen ist die des theoretischen Diskurses über den Menschen, dessen Entwicklung ich in meiner Schrift Die Entdeckung des modernen Subjekts, Anthropologie von Descartes bis Rousseau, zweite Auflage 2007, nachverfolgt habe. Das der theoretische Diskurs. Die andere Bahn ist, seit Petrarca schon, die der lyrischen Selbstaussprache oder seit Boccaccio, Machiavelli und Tasso, die der narrativen oder auch dramatischen Fiktion. Wie an Descartes Fallbeispiel, das haben wir nicht behandelt, die Moralistik tendiert, sobald sie dialektisch wird, zur Ausfaltung in konkrete Erzähl- und Handlungszusammenhänge. Roman und Drama rücken in der Folge in die Systemstelle der Moralistik ein, die durch La Rochefoucaulds Selbstaufhebung der Gattung frei geworden ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.